Hallo Freunde, heute dreht sich alles um das Thema Fernglas. Warum das Fernglas? Ja, das möchte ich euch einfach, egal ob Buschkraft oder Jäger, ans Herz legen, weil Fernglas bietet natürlich viele super Vorteile. Welche das sind, das schauen wir uns mal an. Das Fernglas ist eigentlich das wichtigste Ausrüstungsstück für einen Jäger. Wusstet ihr zum Beispiel, dass jetzt um diese Jahreszeit es unheimlich wichtig ist, dass man die Rehe richtig ansprechen kann, das heißt richtig erkennen. Jetzt sind zum Beispiel jagdbar die Schmalrehe. Schmalrehe sind Rehe im zweiten Lebensjahr, weibliche Rehe im zweiten Lebensjahr, die noch keine Kitze führen, also noch keine Jungen haben. So, und die unterscheiden sich aber von einem zweijährigen Reh eigentlich jetzt nur noch daran, dass das eine Reh ein Gesäuge hat, wo es ihre Jungen die Milch gibt, und das andere Reh hat es eben nicht. Verfärbt sind beide, das heißt, beide haben inzwischen ihr Winterfell abgelegt und haben jetzt das rote Sommerfell. Da gibt es jetzt kaum noch einen Unterschied, den man erkennen könnte. Und deshalb ist ein Fernglas, das ermöglicht, dass man ganz genau alle Details erkennt, wenn man wild beobachtet, so unheimlich wichtig, weil sonst landet man ratzfatz bei ihrer Straftat, der Jagdschein ist weg, ja, und zu einer Verurteilung kommt es auch. Also das ist ein ganz wichtiger Gegenstand. Mitgebracht habe ich euch mal zwei verschiedene Gläser. Was ihr jetzt hier seht, ist ein typisches Jagdglas von Zeiss, 8x56. 8 bedeutet die Vergrößerung achtfach und 56 ist der Objektivdurchmesser. Man redet hier einmal vom Objektiv, das sitzt hier vorne, also dem Objekt zugewandt, und dem Okular, wo man mit dem Auge durchblickt. Dieses Fernglas hat mit seinem 56er Durchmesser im Objektiv eine super Lichtstärke, auch bei Nacht. Aufgestellt wird es hier über den Mitteltrieb. Das hat hier Gummimuscheln, die man zurückstümpeln kann, wenn man Brillenträger ist. Jeweils ein Okular ist einzeln in der Schärfe einstellbar und dadurch kann man beide Augen scharf auf das Objekt fixieren und das Fernglas individuell auf seine Sehstärke einstellen. Vorteil von diesem Glas ist eben seine super Bildeigenschaften in der Nacht und in der Dämmerung. Das ist das ideale Jagdglas für Jäger, die früh morgens oder in der Dämmerung oder bei Nacht, bei Vollmond auf Wildschweine jagen. Da ist es so, das hat so eine starke Lichtausbeute. Hier, da könnt ihr, wenn ihr mit dem Auge nichts mehr erkennt, mit diesem Glas könnt ihr in der Nacht auf dem Waldboden noch eine Maus laufen sehen und somit seid ihr auch in der Lage, hier das Wild anzusprechen, also zu erkennen, ob es sich jetzt um einen Überläufer handelt oder um eine Bache, die noch Zitzen hat, das heißt die Junge führt, und dementsprechend könnt ihr auch die Entscheidung treffen, ob ihr das Stück erlegen dürft oder eben nicht. Mein Universalglas auf der Jagd und beim Buschkraft, und das ist sozusagen auch meine Empfehlung an euch, das ist der Steiner Observer in der Vergrößerung 10-fach mit einem 42 Objektivdurchmesser. Das ist in meinen Augen ein super Glas und vor allem hat es ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis.
die Billiggläser, die es sonst schon zu kaufen gibt, die könnt ihr alle eigentlich vergessen. Hier bei diesem Glas fängt die Qualität wirklich an. Was hier besonders gut ist, ist auch hier diese Objektivdeckel, die das Objektiv eben auch vor Beschädigung, Kratzern oder Verunreinigung schützen. Auch das Steiner hier ist Wasser- und Staubgeschützt, also dem macht Regen und so weiter nichts aus. Was auch immer zu beachten ist, ist hier normalerweise sind die Okulare hier so rausgedreht und ich bin ja Brillenträger, das heißt, ich kann die reindrehen und dann habe ich als Brillenträger die optimale Dioptrienausbeute. Auch hier wird über einen super griffigen Mitteltrieb scharf gestellt und was eben ein Vorteil ist, sind hier diese Staubschutzdeckel, die sind wirklich gute Sache. Der wesentliche Unterschied ist eben das, die Gläser von Zeiss, ich habe noch ein Leica-Glas, die liegen preislich bei 1200 bis 2200 Euro. Das heißt, das ist vielleicht für einen Jäger eine Anschaffung fürs Leben, die halten auch ein Leben lang. Für einen Buschkrafter ist das eher ein Preissegment, da würde man wohl eher in unsere weitere Ausrüstung investieren und ein Hillenberg-Zelt kaufen oder sonst was. Also hier dieses Fernglas von Steiner. In der Einstiegsstufe, da gibt es auch noch spezielle Serien für Jäger, aber das mit zehnfacher Vergrößerung kann ich eben Details exakt ansprechen, auch von dem her ist das gut. Und der 42er Objektivdurchmesser, ja, der bietet genügend Lichtstärke, dass man also mit dem Glas auch in den Morgenstunden und in der Dämmerung noch perfekte Sichtverhältnisse hat. Das Bild ist super und das Glas, das gibt es, wenn man im Internet schaut, von 250 Euro habe ich schon gesehen, bis ich glaube der Listenpreis ist so irgendwo um 329 Euro. Ja. Aber das ist insofern eine einmalige Investition, wenn ihr das Ding gerade nicht beim Kanufahren im Bach versenkt oder irgendwo einen Felsen runterschmeißt, dann habt ihr das auch ein Leben lang. Und egal ob Buschkraft oder Prepper, wer Wild nicht beobachtet und das Verhalten von Wild nicht kennt, der muss auch zugeben, der hätte ja in der Wirklichkeit im Überleben in der Natur kaum eine Chance. Noch ein Satz zur Vergrößerung. Was bedeutet eigentlich die Vergrößerung 10-fach, 7-fach, 8-fach? Einfachste Erklärung dafür ist das, 8-fache Vergrößerung bedeutet, ein Objekt, das in 800 Meter Entfernung ist, das seht ihr dann mit dem Fernglas so, als wäre es nur 100 Meter entfernt. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ich zeige das jetzt euch hier mal mit der 10-fach-Vergrößerung, wie das im Prinzip aussieht. So würdet ihr mich jetzt quasi durch das Fernglas sehen. Mit zehnfacher Vergrößerung. Ja, und sicher werdet ihr da auch fragen, okay, es gibt ja auch bei Lidl, Aldi oder auch sonst im Versand schon Ferngläser ab 25, 30, 40 Euro. Da habe ich schon durchgeguckt, die sind doch auch gut. Also da ist es einfach so, das muss man sagen, die Glassorten, die eben hier in solchen Profigläser verwendet werden, ja, das ist nicht nur einfaches Glas und die Linsen werden aufwendig geschliffen. Da wird höchste Qualität verwendet, egal ob das nun bei Zeiss, Swarovski, Doktor oder was es alles für Marken gibt. Ja, die sind einfach sehr aufwendig, die Glassorten sind perfekt. Ja, der Lichtdurchlass liegt bei über 99%. Da geht kein Licht verloren und was auch ganz wichtig ist eben, ist hier, dass diese beiden Seiten für das Auge genau übereinander gebracht werden, also die Parallaxenverschiebung. Und da ist es eben so, die Billiggläser, ja, da ist das eben nur so Pi mal Daumen der Fall. Und das merkt man, wenn man da durchschaut, ja, dann muss quasi hier unser eigener
Rechner arbeiten und die beiden Augen müssen im Gehirn das Bild deckungsgleich aufeinander bringen. Das heißt, wenn man da mal eine Weile durchschaut, dann endet es mit Kopfweh, weil hier die eigene Rechnerleistung gefragt hat. Bei denen ist es so, da sind die Bilder absolut deckungsgleich und durch die guten Glassorten eben, da seht ihr den Unterschied als Laie am besten, wenn kein gutes Licht mehr da ist in der Dämmerung, wenn er dann durch so ein billiges Glas durchschaut, dann seht ihr weniger als mit dem bloßen Auge. Wenn er durch so ein Glas durchschaut oder durch das Nachtglas zum Beispiel von Zeiss, da seht ihr im Wald zum Beispiel den Waldboden nur noch schwarz. Und wenn er dann mit dem Glas schaut, dann könnt ihr da sogar noch eine Maus auf dem Waldboden erkennen, wenn die da läuft. Also das bringt schon unheimlich was, die Lichtstärke. Die Lichtstärke, die hängt auch immer zusammen mit der Vergrößerung. Deshalb kleine Gläser, das könnt ihr aber auch vom Foto, je größer einfach die Linse, das Objektiv ist, desto größer der Lichtdurchlass ist, desto besser ist auch die Lichtausbeute natürlich im Glas. Deshalb sollte man auch gucken, dass man da nicht kleiner kommt. Ihr kennt die kleinen Taschengläser, die es auch gibt, sogar als Werbegeschenk. Die bringen eigentlich für die wirklich gute Beobachtung so gut wie nichts. Was auch ein Vorteil ist, ich nehme das Glas auch in den Bergen mit. Und hier gerade mit dieser 10-fach-Vergrößerung, im schwierigen Gelände, da kann man hier auch mal schauen und erkennt die Wanderzeichen an den Steinen wieder. Und wenn man das Gelände sondiert, erkennt man dann auch zum Beispiel im Geröll, wo der Weg denn weiter verläuft. Also auch zur Orientierung ist das ganz gut und natürlich zur Beobachtung sowieso. Und ich habe viele schöne Stunden hinter dem Fernglas verbracht, wenn es darum ging, jetzt wieder um die Jahreszeit die Rehkitze mit ihren Geißen zu beobachten, wie die draußen auf der Wiese spielen, wie sie von ihrer Mutter gesäugt werden. Also da gibt es sehr nette Momente, oder wenn die Jungfüchse jetzt draußen sind, das erste Mal auf eigener Nahrungssuche, das ist interessant, das Verhalten zu beobachten, oder Rehböcke, wenn sie um das Revier kämpfen, da kann man sehr viel lernen, und hat auch sehr viel Freude in der Naturbeobachtung. Jo, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Details technischer Natur findet ihr zu allen Gläsern im Internet. Deshalb habe ich mir das hier jetzt gespart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Hans. Ciao.